Hallo, hallo, hallo zum Nagelkunstradio. Heute ein neues Video für euch. Das wird heute nicht allzu lang, vermute ich, weil mir sitzt die Zeit im Nacken. Ich muss mich ein bisschen sputen, aber nichtsdestotrotz möchte ich das jetzt hier abdrehen für euch. An alle neuen Tassenbesitzer vom Nagelkunstradio. Prost, ihr Lieben, Prösterchen. Ich habe noch ein bisschen Tee. Der darf noch ein bisschen ziehen. Ja, ich trinke im Moment Tee. Genau. Freue mich sehr, dass ihr ja zu den engsten Kreis der Fans von meinem Kanal gehört. Vielen Dank. Grüße an euch raus. Lasst euch schmecken. Genau. Ich möchte noch mal kurz das Thema Sticker aufgreifen und Aufbewahrung. Denn erstmal muss ich mich bedanken für den unglaublichen Support in Sachen Kommentieren und eure Ideen bzw. Eure Aufbewahrung preiszugeben, wie ihr das so handhabt. Das ist immer unglaublich interessantes zu lesen, mit Sicherheit auch für alle anderen Mitleser der Kommentare zu erfahren, wie ihr das handhabt. Ja? Es gibt so viele Möglichkeiten der Aufbewahrung, keine Frage. Ich bin auch nochmal losgezogen und habe mal so meine Situation hier abgecheckt und habe dann im Büro festgestellt, dass ich auch noch was habe, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil ich war gezwungen, mein Büro aufzuräumen und da fiel mir etwas in die Hand, das zeige ich euch gleich. Aber als allererstes möchte ich mich für die Kommentatorin bedanken, die eben eine ganz besondere Möglichkeit für sich gefunden hat. Und ich glaube, das ist was für unsere Schwarmintelligenz. Und ich fand das so toll, weil sie auch gleich gesagt hat, wo sie es her hat. Und ich diesen Job tatsächlich aus früherer Zeit noch kenne, als ich auch sehr kreativ unterwegs war. Und zwar... Schnuckelchen, mir fällt der Name jetzt wieder nicht ein, sonst würde ich dich direkt ansprechen mit Vorname. Gell? Ich müsste diese Computer aufmachen und gucke. Ja. Es waren so viele Kommentare und ich beantworte auch wirklich alle. Und es manchmal reicht es wenigstens für ein paar Emojis. Aber ich lese sie wirklich alle und beantworte sie. Aber jetzt fällt mir der Name nicht ein. Aber egal. Ich denke, der eine oder andere weiß jetzt, wer gemeint ist, weil er den Kommentar gelesen hat. Oder das Schnuckelchen weiß jetzt genau, dass sie gemeint ist. Prost an der Stelle. Vielen Dank für deine Idee zum Thema. Und zwar... Wir kennen ja all jetzt diese Büschelchen, das sind ja jetzt wieder die für die kleinen Sticker. Die hebe ich auch übrigens auf und werde sie benutzen und da kommt dann vielleicht ein Sticker rein, vielleicht auch noch was anderes. Die landen ja deswegen nicht im Müll, das ist klar. Die sind ja auch wunderschön, also mit diesen Schmetterlingen und so. Gibt ja noch ganz andere Sachen. Also da kommen halt diese kleineren rein, ist klar, brauchen wir nicht drüber reden. Wir haben ja auch noch dieses Format. Ich habe jetzt mir nach diesem Kommentar sofort bei einem Shop, der da heißt Ideen mit Herz, Sammelhüllen bestellt, DIN A4, 4 geteilt, glasklar, ideal zum Aufbewahren von Karten etc. bis Format A6. Und das ist genau das, was ich gesucht habe. Und ich habe mich dumm und dummelig gesucht bei Amazon. Ich hatte es ja auch gefunden und da waren 10 Stück. Und die waren schon bei circa 10 Euro. Und da war sogar noch der Versand oben drauf. Ich glaube, da lag ich auch bei, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, bei 10. Hier sind 50 drin, 13 Euro Apps mit Versand, habe ich bezahlt. Und ich muss euch sagen, das hat mich so glücklich gemacht. 50 Stück, da passt was rein. Ich halte es nochmal so in die Kamera. Ihr könnt es so eingeben, Ideen mit Herz, irgendwie auch früher im Teleshopping-Bereich unterwegs gewesen. Ich weiß gar nicht, ob sie das noch macht. Die Karin Jittenmeier, so hieß sie oder heißt sie. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch selber das so handelt mit dem Shop oder glaube ich schon die Tochter. Also sprich die zweite Generation von diesem Bastelshop. Und das hier ist das Nonplusultra für unseren Nageltisch. 50 Blatt. Ich wollte es mir jetzt mal genauer angucken. Ich habe gedacht, bis zum Video warte ich jetzt. Habe ich eisern gewartet, gell? Das möchte ich mal sagen, genau. Ich habe auf euch gewartet. Ich möchte euch zeigen. Ich nehme das mal weg jetzt hier. Tschup. Jetzt mal gucken, ob es beidseitig, aber ich glaube, ja, man kann auch beidseitig. Es ist jetzt nicht doppellagig. Wisst ihr, wie ich meine, dass eine Tasche und eine Tasche, also eine vordere und eine hintere Tasche ist, sondern es ist eine
eine Tasche und ich freue mich, ich freue mich. Also, ich will sogar sagen, man kann zwei nebeneinander. Wir probieren es aus. Hier, guckt mal an, ich werde verrückt. Ihr kriegt wahrscheinlich zwei Stickerbögen rein. Also vorderseitig, rückseitig. Und wenn ihr dieses Format habt, wartet, ich gucke, ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe ja immer Angst, dass ich es kaputt mache, gell? Also, wofür man so lange Fingernägel gut gebrauchen kann, ist für sowas. Oder auch nicht. Doch, es geht gut mit langen Fingernägeln. Ich halte mir das mal hier so ran. Ja, es überlappt ein bisschen, aber egal. Es passt. Sie können Ihre Stickerbogen jetzt noch viel größer machen, wenn Sie wollen. Also auf Kartenformat. Jetzt kriege ich es wieder nicht auf. Wartet. Ja, super. Ich hole es nochmal raus. Ich drehe es nochmal um. Ja. Es ist halt so Fremelarbeit, ne, bis man alles einsortiert hat. Aber ist eine ordentliche Sache, oder? Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Also ich finde das klasse. Ach, das ist ja echt ätzend hier. Ja, okay, alles klar. Ja, da freut es sich und sie kriegt es nicht auf. Also ihr könnt es auf der einen Seite lagern, genauso wie der anderen. Da dreht man es dann halt um. Man könnte ja auch noch ein weißes Blatt einlegen, damit das Vordere von dem Hinteren irgendwie getrennt ist. Ja, da sind wir ja wieder völlig frei. Und dann sieht das so aus. Und so sieht das aus. So, und das kann ich jetzt in meinen Hefter packen. Wo habe ich ihn? Wunderschönen Hefter. So, hier kommt es rein. Hier sind die kleinen Taschen. Ne? Und dann kommen da jetzt noch die großen dazu. Und ich freue mich. Ja, supi. Das ist falsch rum, Andreas. Falsch rum. Du musst das so rum machen. So rum. Jawohl. Yippie. Es klappt doch. Wunderbar. Schaut mal. Ja, und vor allem habt ihr hier das ordentlich gelocht. Und das könnt ihr also wunderbar jetzt stapeln. Jawohl. Klasse, oder? So, da habe ich natürlich jetzt hier ein bisschen was zu tun. Ich werde euch damit nicht nerven, aber ich lasse jetzt exemplarisch mal ein paar draußen. Ich lasse sie alle draußen. Solche Aufräumarbeiten mache ich immer dann gerne. Ich sag's mal ganz ehrlich, gell, wir sind ja ohne uns. Aufräumarbeiten, ja, also so Extremes, was viel Zeit in Anspruch nimmt, ja, wo ich dann schon eine Zeit lang sitze. Das mache ich immer dann, wenn ich richtig sauer bin, wenn mich was geärgert hat, wenn irgendwas schiefgegangen ist und ich muss mich irgendwie fokussieren und ich habe so richtig Brast, ne? Richtig, ja. Dann setze ich mich hin und mache sowas. Also, ist ganz komisch. Andere brauchen wahrscheinlich einen Sandsack zum Boxen oder so, aber ich brauche dann sowas, um runterzukommen, wirklich um runterzukommen. Kommen dann solche Sachen dann für mich in Frage, um mich zu entspannen und abzureagieren. Da muss dann sortiert oder geputzt werden. Ist auch oft so, dass ich dann so einen Anfall kriege und plötzlich ein Zimmer komplett auf den Kopf stelle. Ja, nur Tür zu und auf den Kopf stellen und dann versinke ich im Chaos und ja, das lenkt unwahrscheinlich ab. Also man macht ja echt die verrücktesten Sachen. Also das ist jetzt für euch als Info. Ideen mit Herz, ein Online-Shop. Dort bekommt ihr die Teile, gebt sie auch gerne so ein. Ihr findet sie sofort. Und das war jetzt eine Lieferung innerhalb von drei Werktagen. Tippitoppi. Ja, kann ich euch nur empfehlen. Also jetzt aber zurück mit meiner weiteren Aufbewahrung, die auch als Kommentar, glaube ich, zu lesen war. Aber ich dachte, ich zeige es euch gerne auch in der Kamera, weil ich es halt auch da habe, ist ein Karteikartensystem. Eine Box, ihr kennt die Büroartikel alle, die macht man hier so auf, die Box. Hier sind Register drin von A bis Z, ob ich natürlich bis Z Themen mir dann überlege. Ich würde das jetzt eher, wenn ich es irgendwie, wo ist dann mein A hin? Wo ist dann das A wie Andrea? Das ist ja, so habe ich das verschlammt. Ist ja gar kein A da. Moment, ich muss mal die Brille aufsetzen, gell? Ich gucke mal hier. Ist ja gar kein A mehr da. Also so eine Frechheit. Ja, schwierig. Irgendwo wird es sein. Ich habe es bestimmt irgendwo noch liegen. Vielleicht habe ich mich jetzt so gefreut, dass ich es drüben liegen lassen habe. Register. Natürlich kann man hier, schaut es euch an, auch alles wunderbar ablegen. Dann vielleicht nach Themen. Und dann würde ich die Buchstaben, wie gesagt, würde ich hier mit einem anderen Label versehen. Also mit einem, was weiß ich, herbstliches Weihnachten. So wie bei den Schablonen, ich das auch bei meinen Stamping-Schablonen auch machen wollte.
vielleicht nach Farben sortiert, nach Themen, keine Ahnung, nach Buchstaben, nach Ornamentik und schaut, das geht wunderbar. Da habt ihr dann, ich mache es jetzt einfach mal so, ne, obligatorisch für euch. Ich würde sie hochkant stellen, dass ihr auch so irgendwie so dazwischen greifen könnt. So, so, so. Und dann kann man da durchforsten und suchen und dann könnt ihr es zumachen, dann ist es staubgeschützt. Ob es jetzt vor Feuchtigkeit geschützt ist, naja, ist ja jetzt nicht zu im Sinne von zu, aber wenn das Kärtchen, das A-Kärtchen, der Register hier davor liegt, ja, also ich nehme jetzt mal Z her, also gehen wir davon aus, es wäre das A und es liegt hier davor, dann ist es auch so gut wie zu, bis auf die, die so ein bisschen überlappen. Ist doch eine tolle Sache, oder? Finde ich spitze. Finde ich voll spitze. Ich werde das auch übernehmen. Das, wie die Büchelchen und wie der Hefter, genauso werde ich das auch jetzt handhaben. Und ich finde das gar nicht schlecht, wenn man dann halt so ein paar Sachen dann gleich hinter sich hat. Und jetzt gerade, wo es losgeht, Weihnachtszeit oder so, dann ist immer alles griffbereit. So, ich packe das jetzt hier rein, weil das, wie gesagt, mache ich, wenn ich meinen nächsten Wutanfall habe. Werde ich mich hier dran setzen, sortieren. Ich hoffe, es dauert noch ein bisschen. Mit Wutanfällen, meine ich. Mal gucken. So, das war Aufbewahrung. Zwei Versionen noch zusätzlich für euch. Brüsterchen. Ja. Wie schmeckt da? Ich sag's euch. Wollt ihr wissen, was es ist? Für alle Teefreunde. Das habe ich in der Tasse. Ja. 6 Minuten ziehen. Moment. Der ist gut. Brüsterchen an alle. So. Also wenn wir das jetzt so sehen, dass das Aufbewahrungsthema jetzt abgehakt ist mit diesen Tipps, ja, von außen, von euch und von mir jetzt eben mit der Karteikarte noch zusätzlich, würde ich sagen, erlaube ich mir noch einen Tipp rauszuhauen, aber dieser Tipp kommt nicht von mir, dieser Tipp-Tipp, ja, der Tipp-Tipp sozusagen. Ich habe da von einer lieben Abonnentin einen Input bekommen, einen kreativen, den ich, ja, sehr, sehr feier, weil es eine mega coole Idee ist. Und ich hoffe, meine liebe Christel, du erlaubst mir, dass ich das verfilme. Ich kann dich im Moment nicht erreichen, weil ich keinen Zugang zu dir habe auf Instagram. Vielleicht schreibst du in der Zwischenzeit auch schon, keine Ahnung. Ich möchte das gerne in dieses Filmchen packen. Ich hoffe, du freust dich darüber, dass deine Idee jetzt hier im Video stattfindet, dass ich das zeige und ich hoffe, dass du damit konform gehst, weil sonst hättest du es mir ja auch nicht geschickt. Vielen Dank an der Stelle. Und ich möchte euch da zeigen, was der Christel eingefallen ist. Und zwar geht es um Folgendes. Ihr kennt sie alle, der ein oder andere macht es auch so, und zwar die Kennzeichnung der Farben an unseren Tipps. Wartet mal, ich nehme jetzt einfach mal obligatorisch den hier als Zeiger, ne, als Zeiger vom Tipp. Oh, machen wir den hier, der ist schon so hässlich. Also, die kennt ihr hier alle, die Ringe, ne? Tipp mit am Ringelchen, eigentlich kompatibel mit fast allen Fläschchen, ja, wunderbar. Super Sache eigentlich, gell? Hat sich die Christel auch gedacht, tolle Sache. Aber nach mehrmaligen Abmachen, ja, also ich habe das nie dran, wenn ich lackiere, wenn ich arbeite. Das geht bei mir ab, das liegt an der Seite, dann fange ich erst an. Ist es leider so, dass das Material Schwachpunkte hier hat, rechts und links am Tipp, und es irgendwann mal knackt, ja? Das kennt bestimmt jeder von euch, jedem schon mal passiert. Dann hat man zwei Hälften in der Hand und dann kann man die quasi ärgerlich entsorgen, weil das kriegen wir nicht mehr geklebt. Vielleicht noch ein bisschen Kunststoff dran und wieder fixiert, aber meistens Cent-Produkt kommt in die Tonne und man lackiert sich den Spaß wieder neu. So. Die liebe Christel hatte das Problem auch, so wie das aussieht. Und da hat sich da was überlegt. Und das ist so grandios. Ich hätte auch drauf kommen können. Aber ich finde es so schön, dass es eben auch noch Leute gibt unter uns am Nageltisch, die eben auch unglaublich inspirierend sind, ja, und eben auch Nachdenker sind und dann sich was Optimaleres suchen oder sogar selbst herstellen. Das hat die liebe Christel so gemacht. Sie hat mir nämlich hier ihren Prototyp, nenne ich es mal, zugesandt. Und jetzt zeige ich euch, was sie gemacht hat. Sie hat sich einen Tipp, ja, gebastelt und hat sich da ein Gummiband reingearbeitet. Seht ihr das? Das ist hier drinnen eingegossen, ja. Und hat somit das Ringelchen umgangen mit einem Gummibändchen, mit so einem Gummi, ja. Und dieser Gummi, den könnt ihr euch um den Flaschenhals hängen und fertig ist die Luzi. So, das hier braucht einen Moment, bis das ausgeleiert ist, ja.
ist flexibel, macht eigentlich alles mit. Man kann sogar jetzt den Tipp besser in die Hand nehmen als mit Ringelchen. Ja, ist halt die Frage, man kann ihn hier weiter oben jetzt dran machen, ne? Oder weiter unten oder in der Mitte, ja? Und dann ist das Ding erledigt. Man könnte es vielleicht sogar rein theoretisch, ich mach's mal, hier direkt unter den Pinselhalt, also unter den Hals des Pinsels setzen, aber dann ist das hier so eine Sache. Das wollte ich euch mal zeigen, weil das war so klasse. Christel, Grüße gehen an dich raus. Mega Geschichte, mega, du hast meinen Respekt. Ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich das jetzt hier an die Schwarmintelligenz weitergebe, weil du machst ja keine Videos, aber irgendwie muss es an die Frauen, an den Mann deswegen, vor allem an die Nageldesigner. Das finde ich so klasse, ja, das finde ich echt mega, weil das so easy ist, so einfach. Und wer Töchter hat, der hat mit Sicherheit diese Gummis. Ich habe aber jetzt Folgendes gemacht, ich habe mir bei Temu, habe ich mir Gummi bestellt, also diese Haargummi-Lines. Die gibt es nämlich auch in durchsichtig, weil mir würde das Blaue jetzt so nicht gefallen. Ich habe jetzt hier die von meiner Tochter nochmal, weil ich wollte es euch jetzt noch zeigen, wie man das einfach umsetzt. Aber das kann sich ja wohl jeder denken, aber ich zeige es euch trotzdem. Knacken wir den mal ab. Ihr könnt auch einen anderen Tipp nehmen. Ihr müsst jetzt nicht euch einen basteln. Genau, das wollte ich auch noch sagen, weil das ist jetzt hier ein Vollguss. Müsst ihr nicht. Ihr könnt auch die hier nehmen, wenn die abbrechen. Wir wollen ja hier nicht so viel Müll fabrizieren. Sollte er euch abbrechen, schleift ihr den hier einfach gerade. So. Schaut. Moment. So. Schleift den gerade. Dann habt ihr hier halt einen Square. Das ist dann halt jetzt oben. Das ist freies Nagelende unten. Dann, und wir haben ja so viele tolle Pulli-Gele und knetbare Gele, habe ich. Ich habe das ja schon für mich probiert. Das könnte ich knutschen. Liebe Christel, ich habe es für mich probiert und ich zeige euch, das ist nämlich hier von dem, da ist es nämlich passiert, das war nämlich hier mein gebrochener, den ich euch eben präsentiert habe. Ich habe halt nur diese ollen rosanen Gummis, aber wie gesagt, ihr könnt euch entweder schwarze Gummis, gibt es, gibt aber auch durchsichtige. Ich habe mich für die durchsichtigen entschieden, weil wir ja auch alle, also wir Mädels haben ja lange Haare und wir müssen natürlich unsere Zöpfchen machen und dann kann man die, ich weiß nicht wie viele Stück das waren, 500 Stück oder so, okay, habe ich bestellt und dann könnt ihr das hier wunderbar. Ich habe jetzt hier ein bisschen schlecht gearbeitet, nämlich schief, deswegen ist mein Tipp ein bisschen schief, aber seht ihr, das funktioniert wunderbar und ich, wenn das durchsichtig ist, da sieht das aus wie ein schwebender Tipp. Da sieht das richtig schick aus, weil das finde ich echt eine klasse Sache. Ihr nehmt dafür, also ihr könnt das hier innen noch anrauen. Ich habe es jetzt persönlich selber nicht gemacht. Ich habe das hier einfach reingesetzt und es hält. Ja. Ich habe auch erst gedacht, raus das an, damit es nicht abspringen kann, aber es hält. So, das ist quasi meiner. Und dann habe ich genommen, am besten entweder ein Gel, was ihr nicht braucht, was ihr verarbeiten wollt, ne? So wie dieses selber Herstellen von Tipps, ne? Wir haben ja schon mal in einem Video, habe ich euch das ja schon mal mitgegeben. Was mache ich mit alten Gelern, die ich nicht mehr verwenden möchte? So, dann nimmt man sich hier was raus. Das ist jetzt dieses Non-Sticky von Bon Pretty, ja? In klar. So, dann nimmt man sich eins, macht der Wurstel draus. Ein Wurstall. Heißt das so in Bayern? Wurstall. Kann mich mal jemand unterstützen, der in Bayern zu Hause ist? Wurstall. Ich habe ja von, fast von jedem Bundesland irgendein Wort, was ich gerne benutze. Ich kann aber eigentlich diese Sprache nicht, diesen Slang, diesen Dialekt. Ja, diese landestypische Landesdialekt kann ich nicht. Ich möchte es auch nochmal sagen, ja, ich bin kein Hesse. Ich höre mich nur so komisch an, weil ich von jedem so ein bisschen was mitnehme. Ja. Ich kann aber auch absolut gutes Hochdeutsch sprechen, wenn ich das möchte. Aber wir wollen es ja hier auch ein bisschen lustig haben, gell? Ja. So, dann macht ihr das hier so rein. Ich weiß nicht, ob ich die Kamera gut eingestellt habe heute. Dann nimmt man sich ein Gummi, vielleicht mit einer Pinzette oder so. Und man sollte halt gucken, dass es jetzt nicht irgendwie gedreht ist, sondern wirklich, also nicht so, wisst ihr, sondern so, ne? Und dann legt ihr euch das da ein. Tschup, tschup. Drückt das so rein, ja, zack, dann kann man das noch ein bisschen einmodellieren. Wartet, ich gucke mal, ob ich einen Spatel hier habe, ja. Also das mache ich jetzt nicht mit dem Pinsel oder so, sondern ich drücke mir das jetzt hier so rum. Man könnte das auch mehr in der Mitte des Tipps, weil bei mir hatte ich das jetzt, glaube ich, auch ein bisschen mehr mittig genommen, genau, drückt das so ein bisschen platt und legt das über das Gummi drüber, ja, also dass das auch abgedichtet ist hier. Beziehungsweise zu ist, ne?
So. Ich hoffe, dass das reicht. Wenn nicht, legt man sich da nochmal so eine Perle drauf und drückt das dann nochmal an. Aber ich feiere dich, Christel, ich feiere dich wirklich. Und ich glaube, die anderen, bitte, bitte bedankt euch bei ihr, wenn ihr es gut findet in den Kommentaren. Bitte, bitte, bitte. Sie wird sich mit Sicherheit drüber freuen. Man fühlt sich dann auch so zugehörig, wisst ihr, das muss sein. Wenn man solche tollen Ideen hat und ich jetzt einfach so frech bin und verfilme, weil ich sie halt im Moment nicht erreiche. Ich habe keinen Zugang zu ihr. Deswegen das Video jetzt. Gell, Christel, du bist mir nicht böse. Ich hoffe, dass du dich freust, dass ich deine Erfindung quasi hier im Video in deinem Namen weitergebe, nicht in meinen. Wohlgemerkt, das ist nicht meins. Das kam von Christels Feder. Ab in die Aushärtung. Oh, wie schön. Ja, also ich sag mal so, das kann man machen, wenn mir A, kein Geld ausgeben will und diese Gummis hat, weil die Töchter sich die Haare damit machen. Oder diese, wisst ihr, diese Armbänder, es gab, ich weiß nicht, wann, wie lange das her ist, da wurden aus Gummibändern Armbänder gemacht. Ich fand die immer schrecklich, diese Dinger, zumal ich sowas nicht lange auf der Haut tragen kann. Ich kriege dann irgendwann Ausschlag. Aber da war meine Große ganz, ganz narrisch drauf und hat dann hier, jeder musste ein Armband haben, jeder Brüsterchen, bis es ausgehärtet ist, ihr Lieben. Ja, genau. Und da habe ich jetzt das Gummi her. Also das sieht halt nicht schick aus, wenn das, also ne, das Auge im Nagelzimmer ist halt mit, aber hier, fertig. Ja, fertig. So, nehmen wir der Christel ihren runter. Ich will euch halt nur zeigen, wie es auch noch geht, wenn euch der Ring gerissen ist oder gebrochen vielmehr, könnt ihr das so machen. Schaut mal. Jetzt stellen wir uns das in schwarz oder in Durchsicht. Deswegen habe ich durchsichtig genommen, weil ich habe goldene Griffe, ich habe schwarze Griffe, ich habe... Bei Passione kann ich es mir sparen. Übrigens, die haben einen super Sale im Moment. Müsst ihr mal reingucken. Mega. Ich hoffe, dass es noch aktuell ist, wenn das Video hier draußen ist. Ich muss auch zuschlagen. Da ist ja die Banderolierung drauf mit der Farbkennung. Von daher brauche ich das bei den eckigen Fläschchen nicht machen oder überhaupt nicht machen. Aber so bei den anderen Fläschchen, ne? Die da so herkommen. Sollte, kann man das machen, wer das als Idee gerne übernehmen möchte. Ja, finde ich klasse. Ja, das wollte ich euch mitgeben. Prost. Ha. Schon lange keinen Tipp mehr gehabt, aber wie gesagt, kommt nicht von mir, kommt von der lieben Christel. Bedankt euch bitte bei ihr. Ich bedanke mich auch bei dir für Post und liebe Worte. Du hast mich sehr überrascht. Ja. Bleibt unter uns, sehr überrascht, vor allem hier mit dem Teil hier. Das ist echt, also, dass ich da noch nicht drauf gekommen bin, ist der Knaller. Ich habe wahrscheinlich im Moment nicht genug Zeit zum Nachdenken und mich andere Sachen quälen. Aber gut. Ihr Lieben, kurz und knapp, ich bin hier am Ende des Videos angelangt. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch irgendwas habe für euch. Ich gucke mich gerade noch mal um. Ich bin so weit durch, weil ich muss schon wieder hoch. Ich höre meinen Hund kläffen hier. Und die Familie hat Hunger. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. In der Kürze liegt heute mal die Würze. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Denkt an die Bestellung der Tasse, gell? Echte Fans und so weiter. Unterstützer, Tasse, Produkte, alles unten in meiner Infobox zu finden, wo ihr mich erreichen könnt. Und ich würde sagen, ihr bleibt jetzt in eurer Mitte, schafft euch eure Wohlfühloasen. Gerade jetzt ist es wieder so turbulent in unserem, ja, in unserer Umgebung und überhaupt. Und freut euch aufs neue Video demnächst hier wieder bei mir, bei eurem Nagel Kunstradio. Und bis dahin, passt auf euch auf. Ich sag bis dahin, tschüss.